Okay, ich fange dann mal an, denke ich. Kommt auch niemand mehr. Schön, dass noch ein paar gekommen sind um die Zeit. Ich bin mir auch bewusst, dass ich das letzte Hindernis zwischen euch und den Steaks bin. Ich hoffe, es lohnt sich trotzdem für euch. Das Thema ist hier Live-Logging. Das heißt, oder anders angefangen, Vorsicht, Kamera bezieht sich nicht auf das Ding da hinten, sondern auf das Kleine, das ich hier trage, am Kragen. Vielleicht mal hier. Ja, man sieht es nicht wirklich. Also ich habe es nicht geschafft, ein gutes Bild von dieser Kamera mit der Kamera zu machen, weil irgendwie immer ein Schatten drauf ist. Die Idee ist also Live-Logging. Das Konzept dahinter ist, die Idee einfach alles aufzuzeichnen, was einem im täglichen Leben so passiert, begegnet. Weil unser Gehirn ist zwar in vielem ganz gut, aber so im Erinnern, da hapert es gelegentlich. Und wenn man dann mal so ein Foto hätte von Dingen, die einem passiert sind, so im täglichen Leben, dann hilft das, die Erinnerung ein bisschen zu triggern. Und keine Bange, das ist nicht so wie Google Glass, das Ding ist nicht online, das macht einfach alle 30 Sekunden ein Foto und sonst gar nichts. Kein Video, kein Ton und ich muss auch mit einem USB-Kabel ran, um die Bilder da überhaupt runterzubekommen. Warum man das macht, habe ich schon erzählt. Die Idee ist an sich auch gar nicht so neu. Es gibt diesen Herrn, Steve Mann heißt der, der ist schon in den 80er Jahren mit der damaligen Technik so rumgelaufen, ist so ein bisschen also der Urvater dieser Live-Logging-Bewegung. Na, natürlich hat er seine Prototypen, das alles selbstgebaute Hardware, meines Wissens bis heute, hat er natürlich im Laufe der Zeit verbessert, aber es sieht natürlich schon ein bisschen merkwürdig aus, so als wäre er gerade dem Borg-Kollektiv entsprungen oder so. Aber soweit ich weiß, macht er das immer noch heutzutage. Er hat also sein komplettes Leben seit den 80er Jahren aufgezeichnet. Ist ja auch eine Leistung. Jetzt sind wir mittlerweile dann doch langsam an dem Punkt angekommen, wo man eben nicht mehr so rumlaufen muss, sondern wo die Technik ein bisschen besser und kleiner und kompakter geworden ist. Und das Gerät, das ich hier trage, ist auch bei weitem nicht das einzige auf dem Markt, sondern es gibt auch noch andere. Zum Beispiel dieses hier ist schon länger, seit Mitte letzten Jahres, glaube ich, erhältlich. Das nennt sich Autographer. Als Besonderheit hat das Gerät zum Beispiel so ein kleines Display. Also da oben in dem Bereich kann man auch so kleine Messages anzeigen, wenn man will. Und es hat eine Fisheye-Linse, hat also einen größeren Aufnahmebereich. Oder ein ganz anderes Gerät. Zum Beispiel dieses hier, das geht schon wieder dann eher in Richtung Google Glass, ist auch nicht mehr so unauffällig. Da hat halt jemand mitgedacht, wenn ich mir die Kamera hier so anklippe, dann macht die natürlich immer in diese Richtung Fotos. Und wenn ich den Kopf drehe und darüber gucke, nimmt die natürlich was anderes auf, als ich mir gerade angucke. Hat man damit natürlich das Problem nicht. Andererseits, wie gesagt, das fällt dann schon eher auf. Und apropos auffällig. Es gibt auch schon spezielle Kleidung für Live-Logging. Also, wenn man genau hinguckt, sieht man da so hier diese kleine Aussparung auf Brusthöhe. Dahinter kann man dann die Kamera verstecken, damit es noch unauffälliger wird. Und überhaupt ist Live-Logging eigentlich gar nicht so exotisch, wie man vielleicht im ersten Moment denkt, weil so von den GoPro-Kameras hat bestimmt jeder schon mal gehört, die sind im Sportbereich offenbar sehr weit verbreitet, dass man halt beim Skifahren sich eine Kamera auf den Helm schnallt und das alles aufzeichnet. Und ein prominentes Beispiel wäre ja zum Beispiel Michael Schumacher, der seinen eigenen Unfall mit so einer Kamera aufgezeichnet hat. Und spätestens halt, wenn man im Flyer des Supermarktes halt so eine Kamera angeboten bekommt, 21% runtergesetzt, dann weiß man, dass das wohl schon so einigermaßen im Mainstream angekommen ist. Also so exotisch ist das Thema eigentlich gar nicht mehr. Was bekommt man heutzutage so an Technik? Also jetzt, das ist speziell die Kamera, die ich trage, mal als Beispiel einfach genannt. Sie hat eine 5-Megapixel-Kamera, das ist ja schon ganz nett. Sie hat 8 GB Speicher, das reicht locker für so ein Wochenende wie jetzt hier. Also freitags anreisen, samstag, sonntag damit rumlaufen und wieder zu Hause fahren, kann man alles locker da drauf speichern. Sie ist auch erfreulich klein und leicht, 20 Gramm, das merkt man halt nicht mehr. Also ich klippe die Kamera halt an und dann nach ein paar Minuten habe ich vergessen, dass ich die trage. Und das ist ja auch Sinn der Übung. Man will natürlich nicht nur gegen den anderen gegenüber nicht auffallen, es soll auch einem selbst nicht auffallen. Man soll sich ja ganz natürlich verhalten. Und 24 bis 30 Stunden Laufzeit für den Akku gibt der Hersteller an. Ich habe es noch nicht komplett ausgereizt, aber es reicht definitiv für den ganzen Tag, damit rumzulaufen.
Und abends hängt man es halt, wie beim Smartphone auch, hängt man halt an das Ladegerät wieder. Klingt ja alles ganz nett. Jetzt muss ich allerdings die Anforderungen, also die Erwartungen gleich mal etwas runterschrauben, weil man denkt jetzt natürlich, man bekommt dann so das perfekte Abbild des täglichen Lebens, ne? Immer gestochen scharfe Fotos und so weiter. Die Praxis sieht dann halt eher so aus. Viele Bilder sind schlicht und ergreifend verwackelt oder andernfalls unscharf. Ist ja auch klar, ich bewege mich, die Kleidung bewegt sich, die Kamera vibriert mit und dann kommt halt sowas bei raus. Wenn das Foto mal scharf ist, dann ist es oft irgendwas Langweiliges, was halt im Bild ist. Einer der Gründe, warum ich es zum Beispiel nicht auf der Arbeit trage, weil das Ding braucht nicht acht Stunden am Tag, den Bildschirm abzufotografieren. Und wenn ich mal einen Screenshot brauche, gibt es da, glaube ich, andere Möglichkeiten. Und auch von den Bezügen des öffentlichen Nahverkehrs rund um Stuttgart habe ich schon sehr viele Fotos in meiner Sammlung. Und dann gibt es natürlich die Momente, wo man dann wirklich mal was Interessantes vor der Linse hat und dann ist es zu dunkel. Also das ist ein wichtiger Moment in meinem Leben. Ich hatte das Vergnügen, Hans Rosling zu treffen. Ich weiß nicht, ob jemand der Name etwas sagt. Das ist ein schwedischer Statistiker, der ist bekannt für seine TED-Talks. Also wer ihn nicht kennt, unbedingt mal TED-Talk Hans Rosling googeln. Sind super Talks, die er macht. Ich hatte wirklich die Chance, mal in Berlin ein paar Minuten mit ihm zu reden. Aber es war halt schon dunkel. Und das ist das beste Bild, was ich davon habe. Da kriegt man gerade noch die Nasenspitze erkennen. Und das passiert mir halt auch, wenn ich mit Freunden weggehe, in ein Restaurant oder sonst irgendwo. Das Auge passt sich natürlich an, aber die Technik ist halt noch nicht so ganz dabei. Okay, manchmal gibt es dann auch bessere Bilder. Dann erkennt man halt so langsam, wie gleichförmig auch ein bisschen so der Alltag ist. Also mir fällt halt auf, ich habe sehr viele Bilder aus öffentlichen Verkehrsmitteln. Manchmal wirken die ja schon fast ein bisschen depressing. Das Bild wird euch jetzt zum Beispiel wenig sagen. Für mich ist das eine Erinnerung an einen Moment, wo ich von einem Regenschauer überrascht wurde. Wo es halt wirklich so runtergeprasselt hat, dass ich irgendwo Unterstand suchen musste. Das sind aber dann genau diese Momente, auf die mir es ankommt, wo ich mich dann erinnern kann, ach ja, das war da, wo ich in Berlin war und da war ich deswegen und dort. Das triggert dann halt die Erinnerung wieder. Manchmal gibt es auch ganz nette Fotos, einfach so ein bisschen sehr dunkel. Schon fast künstlerischer Anspruch, so der Sonne entgegen. Und dann gibt es halt so die Momente, wo man dann froh ist, dass man die Kamera dabei hat, weil man gerade aus der S-Bahn gestiegen ist und ein bekannter Paketdienst hat irgendeine bizarre PR-Aktion da an der Haltestelle am Laufen. Dann gibt es natürlich ganz andere Anwendungsmöglichkeiten, gerade für die Instagram-Generation. Interessant dürfte sein, man muss sein Essen nicht mehr selbst fotografieren, das macht die Kamera jetzt automatisch. Ob es also Pommes frites in Brüssel sind oder eine Pizza in Stuttgart, endlich mein Essen nicht mehr selbst fotografieren oder auch mein Eis. Und wo wir gerade bei den modernen Anwendungen der Fotografie sind, auch für Selfies ergeben sich ganz neue Möglichkeiten. Man hat ja beide Hände frei. Also hier mache ich mich gerade für einen Tag auf einer Konferenz fertig. Ist auch noch das gleiche Hemd, fällt mir gerade auf. Fahrstühle sind da halt auch sehr praktisch, da sind ja immer Spiegel drin. Und wenn man dann nach dem Konferenzdinner vielleicht nicht mehr ganz so fit ist, dann kann die Kamera wenigstens noch ein nettes Erinnerungsfoto dran schießen. Okay, Spaß beiseite. Es gibt natürlich auch interessantere Anwendungen, zum Beispiel Urlaub fällt einem dann natürlich ein, wenn man irgendwo ist. Man wird natürlich im Normalfall immer noch eine Kamera für so ein Ereignis dabei haben, um ordentliche Bilder zu machen, sodass der Reichstag dann auch gerade steht. Aber es hilft natürlich, um so ein bisschen die Stimmung einzufangen, wenn man da irgendwo unterwegs ist, wenn man mal hier durchs Holocaust-Denkmal läuft oder halt über die Museumsinsel und einfach so Schnappschüsse, Stimmungen einfängt vom Urlaub. Ich sehe das so ein bisschen als Ergänzung zu den ordentlichen Fotos, den ordentlichen Erinnerungsfotos, die man macht. Zusätzlich halt noch so ein bisschen, ja, ich wiederhole mich, die Stimmung einzufangen. Oder hier Paris, Notre Dame. Oder hier weiß ich halt, ah ja, genau, das war Sacré-Cœur und da war so eine lange Schlange, bis ich dann endlich mal reingekommen bin. Und manchmal fange ich auch schon an, mich eigentlich komplett auf diese Kamera zu verlassen, dass die da ist und alles aufzeichnet. Ich weiß nicht, ob das jemand erkennt. Das ist in England, Bletchley Park, wo die Engländer im Zweiten Weltkrieg die Enigma geknackt haben, unter tatkräftiger Mithilfe dieses Herrn.
Und natürlich habe ich von dieser Statue von Alan Turing auch ein ordentliches Foto gemacht. Aber ich bin wirklich da den ganzen Tag durch diese Ausstellung gelaufen und die meisten Fotos habe ich einfach meiner Kamera überlassen. Und dann kann ich am Ende des Tages dann halt so gucken, ach ja, genau, da war das und so. Wieder andere Anwendungsmöglichkeiten, Konzerte. Jetzt haben wir schon gesehen, so im Dunkeln ist die Kamera nicht wirklich toll, aber bei Konzerten ist ja meistens doch ein Scheinwerfer auf dem Künstler drauf. Das war jetzt hier Karl Bartos von Kraftwerk. Ein Konzert, der hat sich den meisten Teil des Abends hinter seinem Synthesizer verschanzt, aber kam dann zum Beispiel mal für einen Song, der Beamer ist ein bisschen dunkel, für einen Song hinter dem Synthesizer hervor und hat sich vorne an die Bühne gestellt, hat da einen Song gesungen und ich habe fast das gleiche Foto mit meiner normalen Kamera gemacht. Und wie gesagt, es kommt jetzt hier nicht ganz raus, es wirkt etwas dunkler, als das Foto wirklich ist. Das Foto gefällt mir besser, wenn man die beiden nebeneinander hält, weil es irgendwie die Stimmung besser einfängt, als mein wirklich gemachtes. Und natürlich, wenn da mehr Licht ist, dann sieht man natürlich auch bessere Fotos. Ist wahrscheinlich das nächste wird jetzt besonders dunkel. Na, geht so. Das ist eins meiner Lieblingsfotos, das die Kamera gemacht hat, ist Hochkant. Ein Konzert von Seth Lakeman, wo ich halt einfach fand, dass auch die Komposition des Gesamtbildes und der Moment, den es eingefangen hat, einfach wirklich toll war. Und dann gibt es natürlich auch so immer Momente, wo man gar nicht dran denkt, dass man jetzt da die Kamera mal rausholt, die man dann hinterher wiederfindet. Es war hier zum Beispiel eine Band namens The Pains of Being Pure at Heart, die gesagt haben, wenn uns jemand einen Jägermeister ausgibt, dann spielen wir noch einen Song. Und dann haben sie ihren Jägermeister bekommen. Den Moment konnte ich dann halt festhalten, obwohl ich natürlich nicht dran gedacht hätte, jetzt da die Kamera rauszuziehen. Schluck. Jo, und dann gibt es natürlich so Anwendungen wie Konferenzen, ne? So wie hier. Das war FOSDEM in Brüssel dieses Jahr. Man kann auch die Folien zum Teil noch ganz gut lesen, wenn sie groß genug sind. Das fand ich halt besonders schön. We are recording everything. Ja, ich auch. Und hält dann halt auch so Momente fest. Jubelnde Präsenter. Eine andere Konferenz in England. Oder halt auch Webmontag in Stuttgart. Und so sieht das Ganze aus, wenn man selbst vorne steht. Frage? Ja, also die Frage war, ob ich, da ich ja selbst nicht mehr merke, dass ich die Kamera trage, ob ich dann auch manchmal bewusst stehen bleibe. Ja, bleibe ich, weil ich genau denke, also wenn ich halt so einen Moment sehe, wo ich denke, das hätte ich jetzt gerne festgehalten, da fällt mir die Kamera dann schon wieder ein, wo ich dann halt überlege, hole ich jetzt meine richtige Kamera raus, wenn ich sie dabei habe und wenn nicht, gibt ja den alten Fotografenspruch, die beste Kamera ist die, die man dabei hat. Genau. Und es gibt noch ein Feature von der Kamera, man kann die antappen. Ich kann einen Doppeltap drauf machen, dann löst sie in dem Moment ein Foto aus. Also es geht auch. So, das waren jetzt ja alles ganz nette Anwendungen. Vielleicht, abgesehen von dem Urlaub, waren die meisten aber doch eher exotisch. Ich denke, es gibt eine Killer-Anwendung für diese Art Kamera, die dafür sorgen könnte, dass das vielleicht so aus diesem Nischendasein ein bisschen rauskommt. Und das ist Kinder. Also wenn ich eigene Kinder hätte, ich würde den ganzen Tag die Kamera tragen, um jeden Moment davon einfach festzuhalten, von deren Leben und wie sie aufwachsen und so weiter. Und das Bild ist natürlich nicht mit der Kamera gemacht, das habe ich von Flickr runtergeladen. Einfach nur solche Momente festzuhalten, ich denke, das könnte wirklich so eine Marktlücke sein, auch wo diese Kameras ein bisschen reinstoßen können. Und der Hersteller dieser Kamera hat einen Blog, wo sie regelmäßig User interviewen und das ist das eine der Anwendungen, wo auch Eltern sagen, ja, das finden sie ganz toll. Weil dann hat man ja auch beide Hände frei und kann trotzdem mit den Kindern spielen und die Kamera macht Fotos davon. Das ist natürlich eine tolle Sache. Ich habe auch selbst ganz nette Fotos, also wie gesagt, ich habe keine eigenen Kinder, aber ich habe zum Beispiel Nichten. Und so von Family Meetings habe ich natürlich nette Fotos. Die zeige ich jetzt hier natürlich nicht. Womit wir dann auch so langsam zum nächsten Thema kommen.
Wie ist das eigentlich? Darf man das, was ich da so treibe? Als ich das erste Mal mit der Kamera vor die Tür gegangen bin, war ich schon ein bisschen nervös, weil ich mir gedacht habe, das merken die Leute doch, dass ich so ein Ding da anstehen. Was machen die, wenn, was mache ich jetzt, wenn die mich fragen, was das ist und so? Ja, also nach 8 Monaten kann ich sagen, das ist den Leuten herzlich egal. Also es hat mich noch nie jemand in der Öffentlichkeit auf das Ding angesprochen. Ja, man bekommt gelegentlich mal so einen Blick, ne, was hat der da? Aber die meisten denken halt, das ist so ein Fitness-Tracker oder so ein MP3-Player, die gibt es ja auch zum Anstecken. Wenn ich dann eh noch die Stöpsel im Ohr habe, gucken die dann auch nicht so genau, wo das Kabel eigentlich langläuft. Also in der Öffentlichkeit wird man nicht angesprochen, auch wenn dann die Leute wirklich sehr nahe kommen gelegentlich, so wie diese Dame hier, die ja schon fast die Nase auf der Kamera hatte. Passiert einfach nicht. Natürlich in so einem Umfeld wie hier, wo man dann eh miteinander redet, dann kommt dann schon eher einer und fragt, was ist das da eigentlich? Und dann kommen halt so die Diskussionen auch natürlich. Also klar, ich bin auch eher so auf Techie-Events, so wie hier. Das sind dann die Leute eher neugierig. Ja, wie viel Megapixel hat die? Und die wollen dann halt die technischen Daten wissen. Aber irgendwann kommt man dann halt auch zur rechtlichen Frage: Darfst du das eigentlich? Was machst du eigentlich mit den Bildern und so? Und natürlich habe ich versucht, mich da ein bisschen schlau zu machen und habe mal geguckt. Aber es gab immer so ein paar ungeklärte Punkte halt in den Diskussionen. Und deswegen habe ich dann irgendwann mal einen Rechtsanwalt aufgesucht, natürlich mit der Kamera, und habe mir das mal erklären lassen, wie die Rechtslage ist. Das Folgende ist jetzt also meine laienhafte Interpretation dessen, was der Anwalt gesagt hat. Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Ich denke so einigermaßen, aber im Zweifelsfall bitte den eigenen Anwalt fragen. Das Erste, auf was man immer stößt, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, ist das berühmte Recht am eigenen Bild. Dazu muss man sagen, das ist eine Besonderheit des deutschen Rechts. Das gibt es so in anderen Ländern und anderen Rechtssystemen nicht. In Deutschland geht das zurück auf ein Ereignis aus dem Jahr 1898. Da ist nämlich der Reichskanzler Bismarck gestorben. Und zwei Journalisten, zwei Fotografen haben sich Einlass in sein Sterbezimmer verschafft und haben Fotos von dem toten Kanzler gemacht. Das gab damals natürlich einen Riesenskandal. Das Foto ist übrigens, kann man auf Wikimedia Commons nachgucken, wenn man unbedingt will. Das ist wirklich nicht sehr ansehnlich. Also kann man die Aufregung kann man auch verstehen. Hätte ich jetzt auch nicht veröffentlicht, so ein Foto. Und dann hat man halt festgestellt, dass man diese beiden Fotografen eigentlich nur wegen Hausfriedensbruch belangen kann, aber nicht wegen des eigentlichen Vergehens, um das es dabei ging. Und daraufhin hat man ein neues Gesetz geschaffen, das sogenannte Kunsturhebergesetz. Das hat dann bis 1907 gedauert, bis das verabschiedet war. Und die meisten Paragraphen dieses Gesetzes sind mittlerweile auch wieder gestrichen worden. Das ist nur noch so ein Rumpfgesetz übrig geblieben. Aber die paar Paragraphen, die übrig sind, die gelten immer noch. Und das ist insbesondere, das ist, glaube ich, der erste von den übrig gebliebenen, das ist Paragraph 22, Kunsturhebergesetz. Und der erste Satz da lautet: Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden. So. Man merkt an der Sprache, dass es schon ein bisschen älter ist, aber es ist an Eindeutigkeit, denke ich mal, lässt es nichts zu wünschen übrig. Das sagt schlicht, einfach und ergreifend: Ich darf nicht jemanden fotografieren und dann dessen Foto veröffentlichen. Also zum Beispiel auch nicht auf Facebook stellen. Zu dem Punkt komme ich noch. Das ist die Rechtslage in Deutschland. Natürlich gibt es Ausnahmen dazu. Das geht schon gleich im nächsten Satz weiter. Wenn ich bezahlt werde für das Foto, ist die Sachlage natürlich eine andere. Und Paragraph 23 listet dann die üblichen Ausnahmen auf, die auch jeder schon mal gehört hat wahrscheinlich. Also Prominente müssen es zum Teil hinnehmen, dass man sie fotografiert und die Bilder veröffentlicht. Natürlich sind auch Prominente nicht vollkommen freiwillig. Also da gibt es ja auch immer Gerichtsurteile mit den Paparazzi-Fotos und sowas. Aber im Prinzip, sie müssen eine gewisse Einschränkung hinnehmen. Eine andere Ausnahme ist, wenn die Person nicht im Mittelpunkt des Fotos steht, weil ich offensichtlich was anderes fotografieren wollte. Also zum Beispiel, wenn ich irgendeine Touristenattraktion fotografiere, irgendein Gebäude oder sowas, und da steht halt zufällig jemand davor.
und es ist offensichtlich, dass es mir um das Gebäude ging und nicht um die Person, dann kann ich das Foto trotzdem veröffentlichen. Und dann gibt es noch die Ausnahme mit den Gruppen. Wenn ich eine Gruppe von Leuten fotografiere, sodass keine einzelne Person heraussticht, dann kann ich das auch veröffentlichen. Das Problem dabei ist, was ist eine Gruppe? Wie viele Leute sind das? Ich habe festgestellt, viele Leute haben da die Zahl 7 so im Hinterkopf. Der Anwalt meint, es gibt eine ganze Menge Gerichtsurteile, die so ziemlich jede Zahl zwischen 3 und 21 definiert haben als Gruppe. Also so einfach ist es nicht. Genau, und jetzt kommen wir zu deinem Punkt. Hier geht es ja ganz eindeutig um die Veröffentlichung. Und das ist genau die Falle, in die ich auch getappt bin. Das war nämlich nach meiner laienhaften Recherche, bin ich halt da hängen geblieben. Wunderbar, ich darf halt die Bilder nicht veröffentlichen. Ja, ist ja logisch, macht man halt nicht. Und damit dachte ich, ist gut. Aber die Frage ist, was ist eigentlich mit dem Fotografieren? Darf ich im öffentlichen Raum eigentlich auch Leute fotografieren? Und die Antwort von dem Anwalt war, nach geltendem Recht in Deutschland eigentlich nicht. Ups. Das Problem und warum ich in diese Falle getappt bin, ist halt, es gibt anders als im Falle der Veröffentlichung, gibt es nicht den einen Paragraphen, wo das so drinsteht, wo man mit dem Finger drauf zeigen kann, da steht's. Sondern dieses Verbot des Fotografierens leitet sich ab aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht, was zurückgeht auf Artikel 2 Grundgesetz, Recht auf freie Entfaltung und so weiter. Und der Rest ist im Laufe der Zeit mit Gerichtsurteilen festgelegt worden. Aber es gibt, wie gesagt, nicht diesen einen Punkt, wo ich halt sagen kann, da steht's. Und wenn man sich halt die Gerichtsurteile mal anguckt, um die es dabei geht, dann wird auch schnell klar, dass das eigentlich immer Streitfälle waren. Also in der Praxis ist es tatsächlich so, dass man halt nicht verknackt wird dafür, dass man einfach eine Person ungefragt fotografiert. Veröffentlichung, wie gesagt, extra Thema. Sondern diese ganzen Streitfälle, da haben sich Leute in die Haare gekriegt und jemand hat versucht, ein Beweisfoto zu machen oder irgend sowas. Für einfach fotografieren wird man im Normalfall keinen Ärger bekommen. Im Normalfall. Jetzt wollte ich an der Stelle was sagen, was ich gerade vergessen habe. Egal. Also das ist meine laienhafte Interpretation dessen, dass hier im Moment das Rechtssystem und die Praxis ein bisschen auseinanderlaufen. Frage da oben? Die Frage war nach Kindern. Da gilt im Prinzip das Gleiche, nur dass halt die Eltern in dem Fall halt das Recht ausüben. Also einfach, die Besonderheit ist einfach nur, dass die Kinder halt kein eigenes oder dass die Erwachsenen die Rechte für die Kinder übernehmen. Aber ansonsten gilt analog das Gleiche. Du darfst sie halt nicht einfach fotografieren, egal ob Erwachsene oder Kinder. Und in der Umkehrung dann halt auch. Noch eine Frage, ja? Genau. Danke, das war der fehlende Punkt, dass die Absicht hinter dem Bild, also hinter der Anfertigung des Bildes eben schon eine Rolle spielen kann. Gerade bei Berufsfotografen, danke für das Stichwort, geht man im Normalfall davon aus, wenn der die Kamera hochhebt und macht ein Foto, dann hat er auch damit was vor. Und den anderen Fall, den du erwähnt hast, von wegen Veröffentlichung, den hatte ich ja eigentlich schon abgedeckt, wo ich gesagt habe, was habe ich denn gesagt? Bin gerade etwas am Schwimmen, sorry. Bitte? Streitfälle, ja genau. Diese Urteile, die es da gibt zu dem Thema, da ging irgendwie immer schon Streit voraus. Und dann hat jemand das Foto gemacht. Also wenn ich einfach nur rumlaufe und Leute fotografiere, ist das im Normalfall wahrscheinlich
ungefährlich. Ein bisschen, ach so, genau, ein Test wollte ich jetzt noch machen. Und zwar, wie gesagt, hier herrscht ja, glaube ich, ein bisschen so eine Ungleichheit zwischen dem, was Gesetz ist oder was zumindest Recht ist, und der Realität. Weil den meisten Leuten ist es wahrscheinlich auch egal, bis zu einem gewissen Grad zumindest, dass sie mal in einem Foto geraten. Einfach weil heutzutage jeder eine Kamera dabei hat. Da würde ich mich jetzt mal interessieren, gibt es hier im Raum jemanden, der in diesem Moment keine Kamera dabei hat? Also denkt mal dran, ihr habt alle ein Smartphone, das hat eine Kamera, oder ein Tablet oder ein Computer oder so. Gibt es jemanden, bitte mal Handzeichen, der keine Kamera hat? Aha. Die zählt nicht. Nee, also keine einzige. Ja? Jeder hat heutzutage halt eine Kamera einstecken, und man muss halt, es ist natürlich immer noch was anderes, ob ich mit so einer Kamera rumlaufe, die ständig ein Foto macht, oder ob ich die halt erst rausholen muss, aber ich muss halt damit rechnen, dass ich ständig irgendwo mal zufällig in einem Foto bin, und deswegen interessiert das die meisten Leute auch nicht, solange das nicht veröffentlicht wird, gerade auch in einem negativen Kontext irgendwie. Und was mich ein bisschen bestärkt hat, Entschuldigung, Richtig, ja, natürlich, ja gut, dann, das ist so der Fall, halt Hausrecht oder sowas, da kann natürlich der Eigentümer sagen, hier ist Fotografieren verboten, und dann muss ich mich dran halten, ist klar. Aber das hat jetzt mit Live-Logging speziell nichts zu tun. Ist vielleicht jetzt eine ungeschickte Illustration meinerseits, dass ich jetzt ausgerechnet hier so einen unterirdischen auch noch eine Haltestelle benutzt habe. Auf den Aspekt wollte ich jetzt nicht näher eingehen, weil das ist eigentlich relativ eindeutig. Du hast das Hausrecht im Normalfall und kannst sagen, hier ist Fotografieren verboten, Punkt aus, und damit ist es erledigt. Was mich in meiner, wie gesagt, etwas laienhaften oder etwas nebelhaften auch Einschätzung der Rechtslage noch ein bisschen bestätigt hat, ist dieses Dashboard-Kamm-Urteil, das ja vor anderthalb Wochen durch die Presse ging. Das war das Verwaltungsgericht Ansbach in Bayern. Also Dashboard-Kameras sind ja offenbar mittlerweile auch in Deutschland sehr populär. Ich bringe immer das Beispiel mit dem Meteor, der letztes Jahr in Russland runtergegangen ist. Von dem, das ist ja ein sehr seltenes und unerwartetes Ereignis, von dem wir aber sehr viele Fotos haben. Einfach deswegen, weil die Russen offenbar in ihren Autos praktisch alle so eine Dashboard-Kamera haben. Weil das dort einfach eine Notwendigkeit ist, weil sehr viel Schindluder getrieben wird mit fingierten Unfällen und Ähnlichem, und die einfach Beweismaterial haben wollen. Und diese Bewegung schwappt so ein bisschen nach Deutschland rüber scheinbar. Also ich habe was gelesen, dass in Deutschland 100.000 Dashboard-Kameras im Einsatz wären, in Privatfahrzeugen. Nur ist halt in Deutschland die Rechtslage eine andere. Und als Beweismittel, das war einer der Aspekte in diesem Urteil, als Beweismittel ist das eigentlich nicht zugelassen im Normalfall. Also du kannst nicht, das war auch der Grund für diesen Gerichtsfall, da hat sich jemand verfolgt gefühlt oder bedrängt gefühlt und hat deswegen so eine Kamera installiert, um dann Beweismaterial zu haben. Und das Gericht hat halt gesagt, dafür ist es nicht geeignet. Und ein anderer Aspekt, der da zur Sprache kam, ist halt offensichtlich, ich darf das auch nicht veröffentlichen. Also man kennt ja auch auf YouTube so diese Videos von irgendwelchen waghalsigen Manövern auf der Autobahn, gerade auch aus Russland. Das kann man natürlich in Deutschland nicht machen, die einfach veröffentlichen. Das ergibt sich zum Teil aus dem vorhin zitierten Paragraph 22 Kunsturhebergesetz. Und das Gericht in Ansbach hat speziell auch nochmal auf den Datenschutz abgehoben. Hat eben gesagt, das ist verboten, die für diese beiden Zwecke zu benutzen. Aber ein positiver Aspekt bei dem Ganzen war diese Aussage des Präsidenten des Bayerischen Landesamtes für Datenschutzaufsicht, der gesagt hat, keine Probleme haben wir damit, wenn solche Aufnahmen später nur im familiären Kreis gezeigt werden. Und das zeigt für mich halt, dass das offenbar okay ist, diese Aufnahmen anzufertigen, solange ich dann halt hinterher nicht versuche, die irgendwie zu veröffentlichen. Und ich übertrage das mal, wie gesagt, laienhaft und bitte mit Vorsicht behandeln, auf ähnliche Fälle wie eben Live-Logging. Also wir sehen schon, da haben wir so noch ein paar Grenzfälle, wo man vielleicht, wenn man mit so einem Ding rumrennt, auch ein bisschen Pionier ist in dem Bereich.
Und da habe ich noch ein paar Fälle für euch rausgesucht, wo es halt ähnlich war. Konzertfotos hatte ich ja schon. In Konzerten ist heutzutage ja meistens Fotografieren nicht mehr verboten, weil man es nicht fotografieren verbieten kann, weil jeder eine Kamera einstecken hat. In diesem Fall hier sind wir gebeten worden, am Anfang des Konzerts nicht zu fotografieren, weil es die Künstler stören würde. Was auch vollkommen okay ist, das war eins von diesen Konzerten, wo es auf jeden Ton ankommt und es hätte halt wirklich gestört, wenn da jeder rumgeklickt hätte. Jetzt habe ich aber trotzdem ein Foto gemacht. Wie böse war ich da jetzt? Also ich meine, ihr habt die Kamera jetzt schon eine halbe Stunde lang beobachtet. Die macht ja keine Geräusche, die piept nicht, die blinkt nicht, die stört nicht. Ich habe in dem Konzert drin gesessen, wie jeder andere auch, und habe einfach der Musik zugehört. Und trotzdem hat sie ein Foto gemacht. Wie gesagt, wir sind gebeten worden, es ist nicht verboten worden. Frage? Genau, ja, das war ja die Begründung, die am Anfang gegeben wurde, weil es die Künstler stören würde. Ja, genau. Also es war eine Bitte und war das jetzt böse und wie schlimm ist es, dass ich jetzt trotzdem ein Foto gemacht habe? Würde es einen Unterschied machen, wenn jetzt das ganze Publikum mit so einer Kamera da sitzt? Würde das für dich als Musiker einen Unterschied machen? Okay, wenn du es wissen würdest. Ja. Das ist interessant, ne? Das sind genauso. Für mich sind das noch offene Fragen, die wir halt hier zu klären sind. Ähnlicher Fall halt, Sacré-Cœur hatte ich vorhin schon gezeigt, so sieht es in Sacré-Cœur aus. Und da steht am Eingang steht halt so ein Schild mit einer durchgestrichenen Kamera. Also eigentlich wahrscheinlich eher ein Verbot. Und ich habe natürlich trotzdem wieder, böser Junge wie ich bin, da ein Foto gemacht. Andererseits, was ist der Grund für dieses Verbot? Will man... Mit Blitz fotografieren ist, das ist witzigerweise auch in Paris, in Notre Dame steht ein Schild, dass man nicht mit Blitz fotografieren soll. In Sacré-Cœur ist das Schild so zu interpretieren, dass Fotografieren komplett untersagt ist. Also dahinter frage ich halt den Grund. Will man jetzt, dass man die Betenden nicht stört? Klar, kann man verstehen. Ich meine, es gibt dann auch immer ja auch die Leute, die sich an das Verbot nicht halten und sich dann möglichst noch mit iPad oder so mitten in die Kirche stellen, damit es auch besonders schön auffällt. Ich habe sicher keinen gestört, aber so ein bisschen unwohl ist einem natürlich dabei schon, wenn man gegen ein Verbot verstößt. Mhm. Okay, ja, genau darum ging es mir. Also, dass man, wie du sagst, der Respekt eben, dass der das gebietet. Das ist dann also praktisch eine soziale Komponente eher als ein Verbot, als eine rechtliche Seite. Stichwort ist gefallen, wäre ich gerade drauf gekommen. Also die Frage war halt, würde ich jemanden, wenn mir auf der Straße jemand begegnet, der in Tränen aufgelöst ist oder so, würde ich dann halt auch noch fotografieren. Im ersten Moment würde ich wahrscheinlich, wenn ich irgendwas machen kann, da eher helfen, als dass ich an die Kamera denke, hoffe ich mal. Und weil du gerade Beerdigung als Stichwort genannt hast, genau vor dem Problem stand ich. Kurz nachdem ich die Kamera bekommen hatte, musste ich auf eine Beerdigung. So. Ich habe sie getragen. Ich habe also Fotos von dieser Beerdigung, weil ich mir gesagt habe, das ist auch ein wichtiger Moment in meinem Leben. Ich möchte mich daran erinnern. Ich möchte mich auch an den Verstorbenen erinnern. Und ja, dann kommen wir wieder halt in diese Respektsituation rein. Ist das? Das ist halt, wie gesagt, die soziale Komponente hier.
Aber es gestört hat das wahrscheinlich in dem Moment natürlich keinen. Wahrscheinlich war es moralisch irgendwo ein bisschen fragwürdig. Andererseits habe ich genau diese Diskussion schon mit einer Bekannten gehabt, die auch erzählt hat von der Beerdigung, wo sie war. Und da haben die Leute offenbar mit der Handykamera fotografiert am offenen Grab, wo ich dann halt auch sage, okay, also spätestens da ist dann die Grenze überschritten. Ne? Und natürlich habe ich jetzt da einen Verstoß begangen und die haben einen begangen und man kann nicht sagen, das eine war jetzt schlimmer als das andere. Es war beides wahrscheinlich nicht in Ordnung. Aber das sind so die Grenzfälle halt, die mich auch ein bisschen interessieren an diesem Ganzen. Also ich will auch nicht sagen, dass ich da immer die richtige Entscheidung treffe. Ja, aber im Krankenhaus würde ich das Ding nicht tragen. Also ja. Ja gut, die macht ja kein Signal. Also, kein GPS ist drin, ich weiß nicht, das dürfte aber, glaube ich, nicht stören. Nee, aber im Krankenhaus trage ich die nicht. Oder halt auch, ist mir halt auch schon passiert, dass ich zum Hausarzt gegangen bin, habe mir nur ein Rezept abgeholt, also rein in die Praxis wieder raus und habe überlegt, eigentlich hättest du das Ding jetzt abnehmen sollen, da sind ja auch noch andere Leute drin und das ist auch nicht okay. Ja. Was ist mit? Ja gut, zum Glück fotografiert das Ding ja geradeaus, sag ich mal. Und öffentliche Toiletten sind natürlich auch in so ein Thema, aber dafür gibt es sogar einen eigenen Paragraphen im Strafgesetzbuch. Paragraph 201a ist das, wo man halt, ich weiß nicht, die verklausulierte Formulierung kriege ich nicht mehr zusammen, aber halt Bereiche im öffentlichen Leben, wo man trotzdem irgendwie Privatsphäre hat. Das sind halt öffentliche Toiletten, Umkleidekabinen und so weiter. Das ist sogar noch mal explizit verboten im Strafgesetzbuch. Und da nehme ich natürlich die Kamera auch ab. Also übrigens auch hier schon ein paar Mal heute. Genau. Es gibt noch ein paar andere Fälle, die ich habe. Zum Beispiel habe ich halt irgendwann dieses Foto gefunden dann. Ich habe mir auch überlegt, ja, okay, bei 30 Sekunden Aufnahmefrequenz werde ich jetzt nicht jemandem die PIN ausspionieren können, aber ist es eigentlich okay, in der Bank zu fotografieren? Das ist ja auch so ein Bereich, wo es, wenn es nicht explizit verboten ist, weiß ich gar nicht, doch zumindest fragwürdig ist. Und verwandtes Thema sind halt Flughäfen. Spätestens, wenn man dann so in den Sicherheitsbereich dann auch reinkommt, ist genau jemandem passiert, der genau so eine Kamera hatte. Der halt auch vergessen hatte, dass er sie noch anhatte, ist dann in den Sicherheitsbereich reingelatscht. Und der Mensch an der Passkontrolle hat dann irgendwann gefragt, was haben Sie da eigentlich? Es ist ihm dann siedendheiß wieder eingefallen, dann durfte er mit ins Hinterzimmer, wo er zum Glück einen technikaffinen Menschen getroffen hat, der sich das halt in Ruhe erklären lassen und der ist dann halt damit davongekommen, dass er die Bilder löschen musste, aber es hätte auch anders ausgehen können. Übrigens, das war zwar kein Amerikaner, aber es war an einem amerikanischen Flughafen. Und ich habe einen Artikel gelesen von der ACLU, der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, die gesagt haben, in Amerika gäbe es eigentlich gar keine rechtliche Grundlage für dieses Verbot des Fotografierens an Flughäfen. Das nur am Rande. Was habe ich noch? Ja, genau, da habe ich noch dieses Beispiel. Ja, also da kommen wir jetzt auch wieder, Paragraph 201 Strafgesetzbuch so langsam rein, Voyeurismus und sowas. Also zu meiner Verteidigung, da unten ist noch meine Hand zu sehen, ich war gerade dabei, meine Jacke in die Tasche zu packen und dann kam diese U-Bahn eingefahren und die Mädels in ihren schicken Dirndls, die alle auf dem Weg zum Stuttgarter Frühlingsfest waren, sind halt da eingestiegen und die Kamera hat halt zufällig das festgehalten. Aber das sind natürlich auch so Dinge, wo man halt höllisch aufpassen muss. Ja gut, aber die Personen sind zumindest nicht zu erkennen. Ja, also es ist schon sehr grenzwertig. Also wenn nicht vom rechtlichen, so zumindest vom moralischen Standpunkt aus. Um das Ganze ein bisschen zusammenzufassen, habe ich diese vage These aufgestellt, dass die Gesellschaft das im Laufe der Zeit schon regeln wird. Also ich will auch gar nicht vorhersagen, in welche Richtung das ausschlägt. Es kann sein, dass wir irgendwie dazukommen und sagen, das ist uns alles egal. Tatsächlich ist diese Diskussion ja auch
schon uralt. Das erste Foto ist fast 200 Jahre alt mittlerweile. Und infolgedessen wurde es immer einfacher, Fotos zu machen. Und als die ersten Kameras rauskamen, die noch mit Film gearbeitet haben, gab es ähnliche Diskussionen schon mal. Es wird jetzt alles in der Öffentlichkeit fotografiert, man kann sich nirgendwo mehr zeigen lassen und so weiter. Und heutzutage findet diese Diskussion eigentlich nicht mehr statt. Das Thema ist erledigt. Das war dein. Genau, also Drohnen als schöner Fall. Genau, da ist auch, ja, da hat man einfach irgendwann dann das Bedürfnis gesehen, das zu regulieren. Und das ist das, was ich meine. Ich will auch nicht, ich gehe auch nicht davon aus, nein, ich will auch nicht davon, nicht vorhersagen, in welche Richtung sich das entwickelt. Ob uns das alles egal ist im Laufe der Zeit oder ob jetzt gerade auch im Zusammenhang mit Drohnen oder den ganzen Spionageaffären der letzten Zeit, ob das nicht vielleicht in die andere Richtung umschlägt und man wieder rigider wird in der Auslegung der Gesetze und dass sowas halt dann auch vielleicht explizit verbietet. Das kann auch passieren. Aber es wird sich so oder so regeln. Im Moment haben wir ein bisschen eine Unsicherheit und das wird sich im Laufe der Zeit anpassen in die eine oder in die andere Richtung. Also die Frage war, wie sicher die Daten da sind. Okay, ich habe jetzt einen Teilaspekt nachher nochmal, aber ich kann es auch jetzt sagen. Zum Beispiel in dem Fall, die Kamera hat einen USB-Anschluss, aber sie meldet sich zum Beispiel nicht als USB-Stick an, sondern ich brauche eine spezielle Software, um die runterzuladen. Genau aus diesem Datenschutzgrund, wenn ich die Kamera verliere, kann nicht jeder an die Bilder dran. Es gibt zusätzlich dann hinten raus noch einen Service. Also ich kann die Bilder dann lokal speichern oder ich kann sie hochladen lassen zum Hersteller, der da noch ein paar hilfreiche Funktionen anbietet, um zum Beispiel die Bilder gerade zu drehen und schon mal die schlechten Bilder auszusortieren. Also solche Sachen. Das meinte ich mit hilfreich, nicht. Das war nicht ironisch gemeint. Die Firma sitzt in Schweden in dem Fall. Wo die jetzt allerdings ihre Daten lagern, ob die dann Speicher bei Amazon angemietet haben, weiß ich jetzt auch nicht. Und Face Recognition und so weiter kommt dann natürlich auch rein. Aber im Moment ist es tatsächlich so, dass das noch ein ziemlich geschlossenes System ist. Ich kann die nicht mal bewusst veröffentlichen. Also die werden da irgendwo auf den Server hochgeladen, aber das ist ein geschlossenes System. Ich kann nicht mal sagen, dass ich das freigebe. Das ist immer noch meine Entscheidung. Jetzt von irgendwelchen Verschwörungstheorien oder Hackversuchen mal abgesehen. Im Normalfall ist es meine Entscheidung, ob ich das Bild hochlade oder nicht irgendwo. Okay, noch Fragen? Ja, also ob da ein Unterschied zwischen allen 30 Sekunden ein Foto zu machen ist und praktisch Video. Also hatte ich ja vorhin erwähnt, Videokameras gibt es ja auch schon, GoPro und ähnliche Kameras und es gibt auch schon ähnliche Live-Logging-Kameras, die mit Video arbeiten. Also die Technik ist auf jeden Fall da und ich denke mal, das ist halt nochmal ein Schritt weiter. Hier ist es halt noch sehr zufällig, was dann auf dem Bild zu sehen ist. Wenn ich halt jetzt wirklich explizit alles aufnehme, habe ich ja auch die ganzen Zwischenbilder schon und dann ist das eine sehr viel lückenlosere Aufnahme. Also es sind die gleichen Probleme, sie sind dann vielleicht noch mal einen Tick schlimmer, wie auch immer man schlimmer jetzt genau definieren will in dem Fall. Und deswegen sage ich halt, es ist wichtig, dass wir uns da irgendwie klar werden, wie solche Fälle zu behandeln sind. Den Ton aufnehmen, ja. Da gibt es aber dann ziemlich eindeutige Gesetze zum Abhören mittlerweile. Ja, Ton ist wie gesagt nochmal eine andere Dimension. Das ist auch,
ich glaube, da ist auch noch keiner auf die Idee gekommen, dass das, obwohl, ich weiß jetzt nicht, welche von den Videokameras, die es gibt, ob die auch schon Ton aufnehmen. Da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Also spätestens da würde ich dann halt auch sagen, nee, da mache ich dann auch nicht mehr mit. Also das ist nett, das als Spielzeug, und das ist noch so im Grenzbereich dessen, wo ich verargumentieren kann, dass es in den meisten Fällen okay ist, aber spätestens bei Video wird mir dann auch selbst mulmig. Das würde ich nicht mehr mitmachen. Ich stelle mir vor allem die Frage, wie man dann überhaupt misst. Also egal, ob es jetzt verboten wird, ich denke, fühlen, ich auch fühle, würde ich eher sagen, geht eigentlich mit. Aber das ist ja gar nicht die relevante Frage, weil wenn ich es jetzt verbiete, und das Teil ist jetzt noch irgendwie was weiß ich, 1,5 Zentimeter oder sowas, was auch immer. Ja. Dann kann ich es ja auch noch verstecken. Also die Frage ist ja auch so ein bisschen, selbst wenn wir es verbieten, wie soll man es denn auch bemerken? Ja, das ist halt die Frage, wie weit Verbote dann halt gehen können, wenn die Technik immer kleiner wird, wie angesprochen. Ich hatte am Anfang auch gezeigt, dass es schon spezielle Kleidung gibt für Live-Logging, wo dann wirklich nur noch so ein kleines Loch im Hemd ist oder so, wohinter dann die Kamera sich verbirgt. Also es gibt es jetzt schon, dass man das noch weiter verstecken kann als das, was ich hier habe. Ja, aber das gilt halt für alle Verbote. Wenn wir dann irgendwann sagen, nee, geht nicht, das ist verboten, dann werden wir uns dran halten und dann wird es entsprechend drastische Strafen geben und es wird halt immer welche geben, die sich nicht dran halten. Und ein Teil davon wird erwischt werden und ein Teil von halt nicht. Das ist einfach eine Frage, wie eine Gesellschaft funktioniert, wie stark dann der Druck ist. Was? Ob verdecktes Filmen verboten ist, weiß ich ehrlich gesagt jetzt. Ja, da stimmt, da ist irgendwas, aber ich wüsste jetzt, stimmt, das hätte ich mal nachgucken müssen. Kann ich jetzt aber aus dem Stand leider nicht beantworten. Ja. Also die Frage nach dem Nutzen, für mich jetzt auch speziell, ob mir da was fehlen würde. Ja, es ist schon eine Gewohnheit geworden, definitiv. Also so wie ich halt meine Schlüssel einstecke, wenn ich das Haus verlasse, nehme ich auch die Kamera mit. Und es ist auch ein Ritual geworden, dass ich halt abends nochmal durchgucke, was da an Bildern war. Und natürlich in den meisten Fällen war es halt Alltag, viel öffentliche Verkehrsmittel und so. Und ich pick mir halt die paar interessanten Schnappschüsse raus, die ich aufheben will, und den Rest gucke ich halt nie wieder an. Und jetzt zu Sachen von besonderen Ereignissen wie Konzerten oder auch hier von Herrn Froskorn oder so, das würde ich mir sicher ab und zu dann auch nochmal angucken, um meine Erinnerung halt ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Aber das meiste ist tatsächlich so, dass es halt einmal angeguckt wird und dann nie wieder. Also im Moment speichere ich die noch alle, aber irgendwann ist die Platte mal voll und dann werde ich anfangen zu löschen. Genau, sie macht einfach mehr Bilder, einfach, ja, das ist ja genau der Sinn dahinter, dass sie eben das festhält, wo ich in dem Moment vielleicht keine Kamera zur Hand gehabt hätte. Ja. Ich habe es leider nicht nachgeguckt, wie viele Gigabytes es sind. Im Moment ist das vorgegeben auf 30 Sekunden. Ja, es gibt Pläne, das irgendwie zu ändern, aber bisher gibt es da noch nichts. Wie gesagt, außer der halt der Funktion, dass ich explizit dann nochmal ein Bild auslösen kann, wenn ich doppelt drauf tippe, gibt es sonst nichts. Ansonsten bleibt es immer bei 30 Sekunden. Okay, sind wir in der Zeit? Ja. Einen Punkt habe ich nämlich noch, den sich vielleicht jetzt der ein oder andere auch schon gefragt hat. Was hat das eigentlich mit Open Source zu tun? Wir sind doch hier auf einer Open Source Konferenz.
Ja, es fällt halt auf, wenn man sich mal anguckt, was auf dem Markt ist, dass praktisch alle, dass alle auf dem Markt verfügbaren Kameras geschlossene Systeme sind. Also die Frage ist, wo ist eigentlich die offene Hardware? Und es gibt da halt nichts. Und die Frage ist halt, warum ist das? Also es gibt sicher da draußen irgendjemanden, da bin ich fest von überzeugt, irgendjemand hat da draußen ein Arduino und ein Kameramodul aus einem kaputten Smartphone zusammengelötet und nutzt das als Live-Logging-Device. Aber das ist natürlich kein Markt und das ist ein Einzelprojekt, sowas gibt es immer. Und es gibt aber bisher auch noch keine Tendenzen, da irgendwas zu machen. Und ich fürchte halt auch, da wird so schnell nichts kommen, im Bereich Open Hardware zumindest, weil wir da halt einfach ein Problem haben, solche kleinen, schicken Geräte herzustellen. Wir haben in dem Bereich, glaube ich, einfach so ein bisschen einen Nachteil gegenüber den großen Firmen, die halt gerade dahinter stecken. Oder wie in dem Fall ist eine kleine Firma, die halt mit einem Kickstarter-Projekt, also aus einem Kickstarter-Projekt hervorgegangen und Geld eingesammelt haben und haben diese Kamera dann auch gebracht. Und sie haben dann auch 9 Monate Verzögerung gehabt, weil es technische Probleme gab. Also das ist halt auch kein ganz einfaches Feld. Und zusätzlich halt noch ein bisschen, zumindest im Moment noch, ein exotischer Bereich. Und vielleicht werden die 3D-Drucker mal besser. Also Gehäuse können wir ja wahrscheinlich schon ganz nette drucken. Vielleicht können wir auch irgendwann mal die Innereien ein bisschen drucken. Dann können wir da vielleicht mitspielen. Aber im Moment sieht es da, glaube ich, nicht so gut aus. Ich habe halt ein Beispiel, wer sich noch an dieses Gerät erinnert, aus einem verwandten Bereich, wo wir es ja schon mal versucht hatten, praktisch mitzuhalten mit dem allgemeinen Markt. Und das war ja halt auch nicht so wirklich der Burner. Also ich meine, ja, es war ein Smartphone und es hat funktioniert, meistens zumindest. Also ein Kollege von mir hatte so eins und das ist dann eine Zeit lang immer abgestürzt, wenn ein Anruf kam, was bei einem Telefon ja vielleicht jetzt nicht so geschickt ist. Es hat sich dann auch irgendwann gelegt mit irgendeinem Firmware-Update. Aber es ist auch einfach, es ist hässlich, tut mir leid, das sagen zu müssen. Also es war eine tolle Bemühung und zusätzlich gibt es bei Smartphones ja noch das ganze Problem mit den Patenten außenrum. Aber es hat halt nicht funktioniert und es wird auch heute nicht viel weiter gehen, wenn wir es heute nochmal versuchen. Also im Bereich Hardware sieht es halt eher duster aus, dass wir da mithalten können, dass wir da ein kleines, schickes Device machen könnten, das dann auch wirklich die Leute benutzen wollen. Unser Ansatzpunkt sollte daher eher die Software sein, zu der ich noch nicht so viel gesagt habe. Deswegen hier kurz, also ich hatte es vorhin schon erwähnt, um die Bilder runterzubekommen, brauche ich eine Software aus Datenschutzgründen, was ja vernünftig ist. Das Problem dabei geht schon mal los, diese Software, um die Bilder runterzubekommen, gibt es nur für Windows und für macOS. Es gibt keinen Linux-Client. Und wenn ich die Bilder dann runterbekomme, kann ich die, wie gesagt, lokal speichern. Dann habe ich die Rohdaten noch, muss mich also selbst drum kümmern, wie rum die Bilder sind. Ich kann die Kamera ja schräg anklipsen oder andersrum, dann stehen die Bilder auf dem Kopf. Das muss ich alles selbst drehen. Oder ich kann eben die auf den Server der Firma hochladen lassen. Die verarbeiten dann das für mich vor, machen die Bilder gerade und sortieren halt auch schon mal aus. Also ich kann halt hier umschalten dann in dieser App, die es für iOS und für Android gibt, ob ich die komplette Timeline sehen will oder ob ich eine verkürzte Version sehen will, wo dann die schlimmen Fotos, die verwackelten und so weiter schon aussortiert sind. Und dann kann ich halt hier noch Favoriten markieren und mir die einfach anzeigen lassen. Aber das war es dann halt auch schon. Viel mehr kann die Software noch nicht. Das ist halt ein kleines Team dahinter. Die halten das System gerade so am Laufen, machen mal ab und zu kleine Verbesserungen, aber die sind offensichtlich halt auch schon überfordert. Und wenn wir hier jetzt ein API hätten und da dran kämen, dann würde sich hier die Open-Source-Szene bestimmt drauf stürzen, so die ganzen Bastler zumindest erstmal, und würden da ganz tolle Software produzieren, denke ich doch mal. Und ich würde zum Beispiel auch gerne irgendwelche Mashups machen. Die Bilder, die ich hier mache, dann auch mit meinem Kalender vielleicht irgendwie verbinden, damit ich weiß, die Bilder sind auf der Frostcon entstanden, dass er das gleich abgleichen kann und solche Sachen. Das geht im Moment überhaupt nicht. Ich kann die Bilder nur in der Timeline angucken. Ich kann sie nicht nach Orten sortieren oder sowas. Und wahrscheinlich kommt das auch so schnell alles nicht. Also hier wäre der Ansatzpunkt, dass wir auf die Hersteller einwirken und sagen, hier, das sind vor allen Dingen ja auch unsere Daten. Wir hätten gerne Zugriff darauf.
und macht mal ordentliche APIs. Und dann könnte sich um so eine Kamera herum halt auch sowas wie ein App-Ökosystem entwickeln, was ja bei zum Beispiel Mobiltelefonen ganz gut funktioniert hat und würde dann den Herstellern helfen, mehr Hardware zu verkaufen. Und dann wäre das, wie man so schön sagt, so eine Win-Win-Situation. Ich glaube, für den am Anfang gezeigten Autographer gibt es ein API. Und für das hat zufällig jemand einen API entdeckt, aber es ist nicht dokumentiert. Also es gibt da irgendwas, eine URL, die man aufrufen kann und dann kommt so eine Kurzbeschreibung in irgendeinem Format raus. Da gibt es wohl irgendein API, das zumindest in der Entwicklung ist, aber noch nichts Offizielles. Okay, um das mal kurz zusammenzufassen. Der technische Fortschritt ist schon ganz nett. Man muss nicht mehr rumlaufen wie Borg-Flüchtling, wenn man sowas wie Live-Logging betreiben will. Die Kameras sind wirklich klein, schick, elegant, funktionieren einfach, anstecken und vergessen. Auf der rechtlichen Seite haben wir hier und da noch Klärungsbedarf. Manche Sachen sind klar geregelt, wie eben die Veröffentlichung vor allen Dingen. Die anderen Situationen sind halt eher so, wann darf ich eigentlich fotografieren, wann ist es verboten und wann ist es einfach nur moralisch, sozial nicht in Ordnung. Und dann haben wir halt die ganze Debatte Open versus Closed, wo ich halt ehrlich gesagt für die Open Hardware im Moment noch ziemlich schwarz sehe, zumindest mittelfristig würde ich mal schätzen. Aber der Ansatzpunkt ist ganz klar die Software, wenn wir da uns... Wir haben ja auch mit Big Data und sowas in Open Source mittlerweile entsprechendes Know-how angesammelt. Da könnten wir bestimmt tolle Sachen machen, wenn man uns nur dran lassen würde. Und damit wäre ich am Ende. Wer das gerne weiter diskutieren will, das sind meine E-Mail-Adressen und mein Twitter-Handle. Die Folien sind schon auf Slideshare oben und ich habe noch nicht nachgeguckt, wenn das System hier von der Froscon das exportiert hat, müssten die da auch sein im Programmverzeichnis. Und diese Kurz-URL wird euch jetzt so auch nicht weiterhelfen. Ich habe auch ein paar der harmlosen Fotos auf Flickr veröffentlicht. Dann könnt ihr euch die angucken. Dankeschön. Da wäre noch eine Frage, ja? Okay. Okay. Ja, ich versuche mal das zusammenfassen. Das entscheidende Stichwort war die anlasslose Aufzeichnung, die auch scheinbar in dem Dashcam-Urteil zur Sprache kam.
Und dass man daraus halt ableiten kann, dass das ja die Leute beeinflussen würde und dass das eben deswegen ja verboten ist, weil man eben sagt, wenn ich ständig überwacht werde, anlasslos, dann verhalte ich mich halt auch anders. Ja, also trifft natürlich, da hast du Treffer versenkt, jetzt natürlich voll ins Schwarze getroffen. Das könnte man über das Argument, wird es schwierig, das wegzudiskutieren. Ja. Muss ich nochmal drüber nachdenken. Danke. Ich glaube, du da hinten warst zuerst. Ja, aber das scheint mir wieder ein Fall auch von anderen Rechtssystemen dann zu sein. Wie er sagte, in Deutschland muss darauf hingewiesen werden, wenn du in überwachten Bereiche hingehst. Und wenn das, ich weiß nicht halt, wie das in luxemburgischem Recht ist, ob das... Okay. Da war noch irgendwo, wollte jemand da... dass das mal geredet werden wird. Denn irgendwann in der Zukunft haben Leute vielleicht Kameras im Auge implantiert, völlig unsichtbar, und man kann gar nichts mehr dagegen tun. Und spätestens dann sollte man vielleicht da eine Regelung gefunden haben. Danke für die Unterstützung. Ja, das wurde ja vorhin schon angesprochen, die Technik wird immer kleiner und es wird sich einfach, es wird nötig sein, das zu regulieren auf die eine oder andere Weise, ob wir das sozial oder über Gesetze machen. Und ja, wahrscheinlich ist vielen Leuten auch noch gar nicht bewusst, dass das so geht. Und ich habe mir halt ein paar Fragen gestellt und deswegen habe ich auch die in den Vortrag eingebaut, weil es mich interessieren würde, wie auch andere darüber denken. Frage nach dem Kontrollverlust, okay, habe ich mir jetzt so noch nicht gestellt. Ich denke halt im Zweifelsfall, wenn die Kamera in irgendeiner Situation Fotos macht, ist das ja, die sind erstmal da drauf. Also ich meine, ja okay, mit dem Webservice wird es natürlich dann wieder spannend, wenn die irgendwo hochgeladen werden. Aber immer noch, im Moment zumindest entscheide ich immer noch drüber, was mit den Fotos dann passiert, ob ich die lösche, ob ich sie aufhebe und so, ob ich sie veröffentliche oder irgendwas. Natürlich dadurch, dass das keine offene Hardware ist, das gab es heute früh auch einen schönen Vortrag zum Thema zum Beispiel E-Book-Reader und so, wo dann zum Teil schon die Bücher runtergelöscht wurden. Da kann es natürlich auch passieren, dass ich mal komplett darüber die Kontrolle verliere. Also das würde ich jetzt eher praktisch auf technischer Ebene würde ich da eher die Gefahr von einem Kontrollverlust sehen, als jetzt auf der Art, wie du es beschrieben hast. Weil im Moment zumindest kontrolliere ich noch, was mit den Fotos hinterher passiert. Ja, ich setze ein Stück vorher, also, dass es einfach gemacht wurde.
darin, hätten wir jetzt auch ja. kein passendes Beispiel ein, aber hat ja jeder bestimmt so Momente, wo er für dich entscheiden würde, würde ich niemals ein Foto. Aber du hast dann 5 Stück gemacht, weil die Kamera halt einfach läuft. Ja. Habe ich jetzt keine Antwort zu. Ich glaube, wir sind auch schon ziemlich über die Zeit. Ich möchte euch nicht länger von den Steaks fernhalten. Dankeschön.